Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex. Es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt. Drück auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, ich habe schon mehrere Videos gemacht, wo du Waren beschaffen kannst, einkaufen kannst und diese wieder verkaufst. Ja? Wenn du aber noch ganz am Anfang stehst, weißt du sicherlich noch nicht, wie du direkt das Ganze anfängst. Denn wenn du in Deutschland lebst, musst du dich erstmal gewerblich anmelden. Das ist notwendig, sonst würdest du illegal verkaufen. Ja? Sobald man was gewinnbringend verkauft, muss man sich gewerblich melden. Zuallererst einmal musst du verstehen, es gibt die Hauptberuflichkeit und die Nebenberuflichkeit. Eine Hauptberuflichkeit wäre zum Beispiel, du bist Student, Auszubildender oder irgendwo angestellt. Dann ist das deine Hauptberuflichkeit. Eine Nebenberuflichkeit ist, wenn du irgendwo einen Minijob hast oder beispielsweise einen Online-Handel betreiben möchtest. Eine Nebentätigkeit darf aber in der Woche nicht über 20 Stunden, das ist eine circa Angabe, ja, aber man sollte sich die Faustregel nehmen, 20 Stunden nicht überschreiten. Wenn du jetzt planst, zum Beispiel eine Nebentätigkeit zu starten, zum Beispiel in den Onlinehandel, dann musst du dich gewerblich anmelden. Wenn du in Deutschland lebst, ist es Pflicht, wenn du Waren einkaufst und diese gewinnbringend wieder verkaufen möchtest, musst du dich gewerblich melden. Sobald du nun eine Nebentätigkeit starten möchtest, musst du das bei deinem Arbeitgeber anmelden. Also du musst deinen Arbeitgeber darüber informieren und dieses Stück schriftlich festhalten. Der Arbeitgeber muss dir dann das Ganze schriftlich bestätigen. Des Weiteren ist auch wichtig, dass deine Nebentätigkeit nicht deine Haupttätigkeit überschreiten wird. Das heißt, von dem Verdienst her darfst du bei der Nebentätigkeit nicht mehr verdienen, als du das bei deiner Haupttätigkeit machst. Sonst würde das dann sich ändern, dann würde nämlich deine Nebentätigkeit zur Haupttätigkeit bzw. zur Hauptbeschäftigung werden. Als nächstes fragen sich viele, welche Rechtsform wähle ich denn? Ja? Da würde ich mir nicht zu viel Gedanken machen, denn wenn du das Ganze erstmal starten möchtest, wirst du definitiv mit einer einfachen Gewerbeanmeldung und dementsprechend als Einzelunternehmer direkt tätig werden. Und man braucht jetzt sich nicht Gedanken über irgendwelche GmbHs und so weiter zu machen, denn das ist wirklich was für größere Unternehmen, die viel Geld in irgendeine Sache, in irgendein Projekt stecken und da eventuell es missglücken kann, so dass man da abgesichert ist. Also, zuallererst einmal musst du begreifen, dass du nur eine Gewerbeanmeldung brauchst. Die Gewerbeanmeldung, die bekommst du bei dir beim Stadtamt, Bürgeramt oder Gewerbeamt, da wer da für dich zuständig ist in deiner Stadt. Der Betrag dafür ist unterschiedlich. Mal habe ich schon gehört, dass die 16 Euro bezahlt haben, mal wurde 18 Euro dafür genommen. Also ich würde sagen, 20 Euro muss man da ungefähr dabei haben und dann erhältst du deine Gewerbeanmeldung. Bei der Gewerbeanmeldung ist wichtig, dass du schon Angaben zu deiner Tätigkeit machst. Deswegen, wenn du Dinge im Onlinehandel verkaufen möchtest, dann notier dir mal schon mal die Punkte bzw. die Artikelgruppen, die du verkaufen und anbieten möchtest. Diese werden dann bei der Gewerbeanmeldung abgefragt. Versuch deine Auswahl zu streuen, denn für jede weitere Anmeldung musst du deinen Gewerbeschein erweitern und das kostet dir in der Regel 8 bis 10 Euro wieder. Des Weiteren muss man sich natürlich beim Finanzamt melden. Im Normalfall, wenn du eine Gewerbeanmeldung registrierst, dann erfährt das Finanzamt automatisiert, dass du ein Gewerbe angemeldet hast und die kommen auf dich selbst zu. Aber ich würde dir empfehlen, direkt einen Fragebogen mitzunehmen, bei der Gewerbeanmeldung, wo du dann für das Finanzamt das Ganze schon ausfüllen kannst. Wenn du das nicht selbst machen kannst, dann beschaff dir auf jeden Fall einen Steuerberater. Vielleicht hast du schon einen Steuerberater, der für dich die Einkommenssteuererklärung macht. Der kann dieses Formular ausfüllen und direkt Angaben machen, wie viel Gewinn du eventuell erwartest in dem Jahr, in dem du startest. Solltest du jetzt klein anfangen und noch nicht den großen Umsatz erwirtschaften, dann würde ich immer empfehlen, eine Kleinunternehmerregelung hinzuzufügen. Kleinunternehmer haben Vorteile, denn sie müssen keine Umsatzsteuer abführen, diese kriegen sie aber auch nicht zurück. Dennoch hat man damit einen großen Steuervorteil und kann das Ganze
auch von der Buchhaltung her nicht so umfangreich machen, wie es andere machen. Zum Beispiel Bilanzierer, die auch zum Teil jeden Monat eine Vorsteueranmeldung machen müssen und so weiter. Bei der Kleinunternehmerregelung musst du einfach nur eine EUR machen, das heißt Einnahmeüberschussrechnung. Diese kannst du per Excel-Datei selbst machen oder lässt es von deinem Steuerberater anfertigen. In der Regel ist das nicht so umfangreich, deswegen wird der Steuerberater dich da auch nicht so viel mit Geld belangen. Wenn wir schon beim Finanzamt sind, können wir ruhig die Steuern ansprechen. Das ist ja für viele ein Thema, wo die sagen, oh, wie viele Steuern muss ich zahlen und lohnt sich das Ganze überhaupt? Ich würde sagen, bleibt auf dem Boden, denn ganz zu Anfang werdet ihr nicht mit sehr viel Steuern belangt. Dementsprechend könnt ihr das Ganze ruhig angehen. Gewerbesteuer hat vielleicht jemand schon mal von euch gehört. Diese zahlt ihr erst, wenn ihr in einem Jahr mehr als 24.500 Euro Gewinn erwirtschaftet. Das ist schon sehr viel. Das verdienen manche als ihre Hauptbeschäftigung. Dementsprechend, die fällt schon mal weg, wenn ihr nicht darüber kommt. Das nächste ist die Umsatzsteuer, die ihr zum Teil quartalweise, zum Teil aber auch jährlich oder auch monatlich abführen müsst. Wenn ihr die Kleinunternehmerregelung habt, müsst ihr das nicht. Solltet ihr aber direkt die umsatzsteuerpflichtige Anmeldung haben, dann müsst ihr diese abführen. Das Ganze müsst ihr dann über einen Steuerberater machen, wo es das Ganze auch dann Pflicht ist, einen Steuerberater zu haben. Das andere ist die Einkommensteuer. Das wäre zum Beispiel, was ihr jetzt schon zahlt. Wenn ihr zum Beispiel einen Arbeitgeber habt, der euch jeden Monat eine Abrechnung hinlegt, da seht ihr zum Beispiel euren Bruttoverdienst und dann netto, was ausgezahlt wird. Da werden Sozialabgaben schon abgeführt, beziehungsweise Steuern schon vorausgezahlt an das Finanzamt. Diese sind bei der Nebentätigkeit ein bisschen anders. Das Ganze wird aufs ganze Jahr gesammelt. Und dann am Ende bei der Lohnsteuererklärung oder Einkommensteuererklärung werdet ihr das Ganze zusammen in einen Pott bekommen. Ja, das heißt, die Nebentätigkeit und die Hauptberuflichkeit werden zusammengepackt und dann kommt die Steuer drauf. Und das, was ihr mehr verdient habt, wird versteuert. Um den Dreh müsst ihr immer dabei rechnen, bei der Nebentätigkeit sollte es jetzt mehr werden als bei der Kleinunternehmerregelung, seid ihr ungefähr bei 30% Steuern zusammen. Zu der Kleinunternehmerregelung noch zu sagen ist, das dürft ihr beantragen, wenn ihr nicht mehr als 17.500 Euro im ersten Jahr Umsatz plant und im Folgejahr nicht über 50.000 Euro kommt. Ja? Das sind die meisten, die so anfangen mit einer Kleinunternehmerregelung. Ich habe das auch gemacht und ich fand das eigentlich sehr, sehr gut und dementsprechend empfehle ich das auch jedem. Dann solltet ihr euch Gedanken machen über eure Krankenversicherung. Wenn ihr jetzt das Ganze klein hält, zum Beispiel in der Kleinunternehmerregelung, dann werdet ihr jetzt keine Beitragserhöhung an eure Krankenversicherung erhalten. Solltet ihr aber jetzt höhere Beträge in eurer Nebentätigkeit erreichen, dann müsst ihr eure Krankenversicherung auf jeden Fall informieren und sagen, so, das ist meine Nebenbeschäftigung, das bekomme ich. Und dann werden die den Beitrag eventuell auf euch erhöhen. Und zu allerletzt muss man sich auch damit beschäftigen, dass man in die IHK eintreten muss. Das ist eine Pflichtanmeldung bzw. ein Pflichtbeitrag, den man zahlen muss. Wenn man jetzt ganz klein bleiben möchte und wirklich klein startet, dann kann man sich von diesem Beitrag befreien lassen. Da würde ich euch bitten, euch einfach an die IHK zu wenden, Kontakt aufzunehmen und sagen, so, ich fange klein an, ich plane keinen großen Umsatz dieses Jahr und ob man da nicht von dem IHK-Beitrag befreit werden kann. Ist auf jeden Fall lohnenswert, denn da zahlt man ungefähr 200 Euro jährlich. Dementsprechend kann man sie sich einsparen. Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr wirklich einen Online-Handel starten möchtet und online Dinge kaufen und verkaufen möchtet, dann reicht wirklich eine Gewerbeanmeldung, die ihr bei eurem Gewerbeamt erhaltet. Dafür zahlt ihr 18 Euro circa und könnt direkt an dem gleichen Tag anfangen, Dinge zu verkaufen online, wenn das ganze System bei euch natürlich steht. Wichtig ist natürlich, macht euch Gedanken, dass ihr eine Rechnung auch richtig macht. Ja? Das Finanzamt verlangt vernünftige Rechnungen. Solltet ihr Kleinunternehmerregelung haben, dann sollte auch in der Rechnung die Kleinunternehmerregelung nach § 19 stehen. Ja? Dafür gibt es im Internet sehr viele Anleitungen bzw. Vorlagen, Rechnungsvorlagen. Und diese könnt ihr kopieren und einfach übernehmen.
Des Weiteren gibt es auch viele Infoblättern beim Finanzamt, wie ihr eine Rechnung zu stellen habt. Solltet ihr aber hier noch Fragen haben, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich hoffe, ich habe mit diesem Video euch ein Stück weitergeholfen, ein Stück zur Selbstständigkeit bzw. zur Nebenberuflichkeit gebracht. Und der Weg zum Gewerbeamt ist nicht mehr so schwierig, so dass ihr eure Gewerbeanmeldung direkt vielleicht morgen holen könnt. Solltet ihr noch Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung. Schreibt unten in die Kommentare, wer da wirklich ins Detail Fragen hat, der kann mich gerne kontaktieren. Mit dem können wir auch sogar persönlich hier am Telefon sprechen. Da helfe ich gerne weiter, denn ich lerne bei jeder Tätigkeit auch immer dazu. Dementsprechend biete ich das Ganze an. Wenn dir dieses Video gefallen hat und geholfen hat und du kommst damit weiter, dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal und drück auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und alles Gute, viel Erfolg!